Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Game Boy Color für Nintendo Switch Online. Heute geht es weiter mit Mega Man 5 für den Game Boy, beziehungsweise hier sogar der Super Game Boy. Das Spiel, das es da unterstützt hat. Ja, Mega Man-Teile irgendwie nicht. Naja. Mega Man 5, der letzte Teil der Mega Man-Reihe für den Game Boy, beginnt mit der Niederlage des Helden gegen einen neuen Gegner, Terra. Ausgestattet mit dem Mega-Arm nimmt Mega Man den Kampf erneut auf. Er hat geschworen, Terra und seine Armee aus bösen Weltraumrobotern zu besiegen. Mega Man wird dabei ebenfalls von Robotern unterstützt. Der Roboterhund Rush kehrt zurück und wird diesmal von der Cyberkatze Tango begleitet. Außerdem kannst du Powerchips sammeln, die du in Dr. Lights Labor in neue Upgrades eintauschen kannst. Okay, bei Mega Man 5 bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den Teil gespielt habe für den Game Boy. Ich bin eigentlich der Meinung, ja, aber ich könnte mich auch täuschen. Der Boss kommt mir bekannt vor, das könnte aber auch durch das Let's Play kommen. Ich würde sagen, wir springen mal genau jetzt rein. Im Jahr 20XX nach Christus herrscht Frieden in der Welt dank Mega Man. Dr. Wilys vierter Versuch, die Welt zu beherrschen, ist gescheitert und sein Name ist erneut aus den Köpfen der Bürger der Welt verschwunden. Einige Monate später. Also, du bist der berühmte Mega Man. Ich bin Terra und du wirst bald mein Sklave sein. Was? Mein Megabuster hat keine Wirkung auf ihn. Einige Stunden später wurde die Welt von Kriegerrobotern aus dem All angegriffen. Bin ich? Dr. Light fand Mega Man und rüstete ihn mit dem neuen Mega Arm aus. Die mächtigste Waffe, die je entwickelt wurde. Warum sind die Star-Droids hierher gekommen? Was für ein Intro. Ich muss sagen, also immer komplett andere Story. Halt, also hätte ich jetzt Dr. Wily interessanter gefunden, aber okay. Game Start. Mega Man. Unsere Welt ist erneut im Chaos. Die Alien-Roboter nennen sich Star-Droids und haben die meisten unserer Großstädte erobert. Sie bestehen aus außerirdischem Material, das unsere Waffen nutzlos macht. Aber ich habe einige Analysen durchgeführt und eine neue Waffe für dich entwickelt. Sie wird deinen Super-Mega-Buster ersetzen.
Sie heißt Mega Arm und ermöglicht es dir, Energie in deiner Faust zu sammeln, bevor du sie abfeuerst. Ich habe auch einen neuen Assistenten für dich erschaffen. Sein Name ist Tango. Ich werde diesen Item-Replikator verbessern, um mächtige Gegenstände für dich herzustellen. Sammle so viele P-Chips wie möglich und kehre zu meinem Labor zurück, um sie gegen Power-Up-Gegenstände einzutauschen. Viel Glück, Mega Man. Okay, Dr. Light. Kein Ding. Und hier haben wir dann die Bossauswahl, die mal eigentlich komplett anders ist als das, was man bisher so kennt. Moment. Boatman? Venus. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre Toadman. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, mit wem ich zuerst gespielt hatte. Man nervt ihn. Ich muss ja auch haben. Energie. Greifen wir jetzt 100% an. So, da geht's weiter. Alter, das ist echt sau schwer hier vor dort wieder rum. Uff. Immer so geil an Mega Man finde. Krass. Okay. Was ich immer so krass an Mega Man finde, ist ja diese harte Precision, also präzisen Sprünge und so weiter. Dafür ist ja Mega Man wirklich bekannt. Dabei ist es hier noch nicht mal mehr die Spitze auf dem Eisberg. Ich sag ja nur Kaizo Mario. Aber was hat Kaizo Mario jetzt hiermit zu tun? Na, ich würde sagen, das hat sich schon ein bisschen inspirieren lassen. Man kann sich daraus befreien. Okay. Frage ist, ist das Lava oder? Würde ich schon gerne für die Wissenschaft einmal herausfinden, was das ist, aber irgendwie auch nicht. Ernsthaft? Wow. Was für ein Leckfest. Oh mein Gott. Du hast aber damals auch voll gespielt. Jetzt mach.
Okay. Wie mache ich den? Ich weiß, das dürfte ich jetzt machen, aber... das. So, hier kann ich lang. Ach nö, schöne. Schnell hoch. Halte ich noch als Reserve. Komme ich zurück. Okay. Ja, es geht so nicht weiter. Ich muss ein bisschen näher ran, glaube ich. Nicht durchrutschen. Ich hätte es echt gedacht, dass ich da... Hä? Könnte er da runter durchgehen? Jetzt nicht? Hä? Kann mir das mal einer jetzt gerade erklären? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Den hatte ich jetzt gewonnen. Hui. Moment. Das ist Level an. Oh, wir haben es endlich geschafft. Muss ich nur noch das Schema lernen. Sieht echt aus wie Codeman. Thank you.
ein Leckfest hoch 10. Also damals sowas von, wie soll man das ausdrücken, tolerant, was sowas angeht. Übrigens ein interessanter Funfact zu Mega Man 5 für den Game Boy ist, dass dieses Spiel das einzige Mega Man-Spiel für den Game Boy ist, das vollständig neue Bosse und Feinde enthält, die als Star-Droids bekannt sind. Im Gegensatz zu den vorherigen Mega Man-Spielen, die meist auf Bosse und Feinde aus den NES-Versionen zurückgriffen, führte Mega Man 5 einzigartige Charaktere und neue Gameplay-Elemente ein, was es zu einem einzigartigen und besonderen Titel in der Mega Man-Serie macht. Nee, komm. Boah. Mit was für einem knappen. Immer diese Konzentration bei Bosskämpfen, ne? Wahrscheinlich kriegen wir jetzt eine interessante Waffe. Eine schöne Sequenz, muss man sagen. Okay. Lukas. Du hast die Blasenbombe erhalten. Und? Rush Call. RRTE. ETRTE. ETR. RER. E. Stage Select. Ja. Jetzt haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, natürlich entsprechend an. Die Mini, oder? Die sehen alle so ähnlich aus wie schon bekannte Gegner. Ich muss mich da nochmal informieren. Ich werde dann vielleicht ein paar Informationen mit reinbringen. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und in euer Tor haut rein. Tschö, tschö.